Hallo Leute, willkommen zurück bei den Dungeon-Videos, wo ich mich heute mit euch beschäftigen möchte, wie zeichne ich ein Dungeon, vor allem wie habe ich diesen hübschen, und ich meine, wie habe ich diesen Dungeon gemacht, weil ich persönlich finde ihn tatsächlich sehr cool. Und von meinen Spielern das Feedback bekommen, dass sie ihn sehr cool fanden, dementsprechend würde ich behaupten, er ist cool. Und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, was habe ich da eigentlich an Elementen benutzt, wie mache ich das tatsächliche Zeichnen dahinter. Zuallererst, was man hier schon sieht, ich habe verschiedene Stiftdicken verwendet. Mauerwerk dicker, quasi Umrandungen dünner und Kleinelemente dünner. Das heißt, ich habe dafür auch einen extra Satz an Stiften. In dem Fall hier Schleichwerbung, hübsches Set von Faber-Castell. Wenn man das ein bisschen weiter runterhält, kann man es vielleicht auch ein bisschen schärfer sehen unter Umständen. Wobei man sieht hier, das ist halt eine Mischung von breit zu dünn, was man damit machen kann. Ich würde empfehlen, legt euch dafür auch durchaus gute Stifte zu, sonst lohnt sich das nicht so richtig. Also klar, man kann sich hinstellen mit einem Bleistift und dann mit verschiedenen Doll drücken oder so etwas. Oder man kann halt einfach mehrfach malen. Ich persönlich würde empfehlen, wenn ihr sowas quasi häufiger machen wollt, holt euch dafür durchaus gute Stifte. Wenn ihr es mal macht, ja, whatsoever, probiert halt aus. Als zweites würde ich voraussetzen, dass ihr einen Plan davon habt, wie euer Dungeon aussehen soll. Wenn ihr gar keinen Plan habt, macht euch halt vorher eine Skizze. Nehmt dafür halt irgendwie einen Bleistift, einen weiteren Zettel, malt euch halt grob vorher auf, so wie die Räume aussehen, sodass ihr halt so einen groben Überblick darüber habt, was da tatsächlich kommen soll. Einfach damit ihr in der Lage seid, hinterher zu sagen, okay, ich tue da etwas, dann sieht das dementsprechend jetzt so und so aus. Oder passiert jetzt das und das. Ich überlege gerade, welchen Stift nehme ich. Ich nehme diesen hier. Der macht sehr, sehr dicke Linien. Das ist der 1,5er. Man kann da natürlich auch noch mit anderen arbeiten. Ich persönlich bin mit dem bisher aber sehr zufrieden gewesen. Und prinzipiell sollte man sich zwei Dinge überlegen, was für Räumlichkeiten man hat. Man hat Interior und Outterior, also Dinge, die innen oder außen sind, oder noch passend ausgedrückt, natürlich und manuell gemacht, natürliche Linien, das hat ein, ihr habt dann halt so was Geschwungenes. So kann eine Wand aussehen. Was natürlich ist, ist eher irgendwie so vom Prinzip her. Man muss dafür keine lupenreinen geraden Linien hinbekommen. Ich bereite mir hier schon mal ein paar Ecken vor, weil die brauchen wir gleich. Sondern man sollte natürlich zusehen, dass es vom Prinzip her passt. Sollte schon sauber und ordentlich sein, aber ich würde niemals Lineal dazu nehmen, um Ecken zu machen, sondern in dem Fall dann eher üben, wie das aussieht. Einfach deswegen, weil ein Lineal immer unnatürlich aussieht von der Zeichenart her. Es funktioniert immer besser, wenn ihr das per Hand selber malt. Ich werde diesen noch ein paar Mal brauchen. Und ich nehme für die Umrandung jetzt, nehmen wir den hier, den mag ich. Und zwar ist jetzt die Frage, was tue ich, oder wie stelle ich sicher, dass man sieht, was ist hier was, was ist innen, was ist außen? Und man sieht, habe ich hier diese Mustertechnik verwendet mit ein paar Details drin. Denn das ist etwas, was wir vom Zeichnen von Bildern selbst hernehmen, dass man irgendwie so eine Schattierung bekommt. Man kann halt generell recht einfach Schattierungseffekte hinbekommen, indem man halt dünne Linien nebeneinander malt und irgendwie kreuzweise drüber. Dann hat man ein Muster. Und das kann man nutzen, wenn man zum Beispiel einen Schwung hat. Fängt hier an mit Linien drüber und fängt dann an, in die Kreuzrichtung auch Linien drüber zu ziehen. Dann hat man da eine Schattierung und wenn dann das nicht reicht, machen wir ein paar mehr. Sogar wenn man mit einem Bleistift zeichnet, kann man halt auch durchaus überlagern, um damit Dunkelheit zu erspielen zu bekommen, es gegebenenfalls an einigen Ecken auch dunkler zu machen. Da hat man halt so einen hübschen Schatten-Lichtverlauf-Effekt da drin, mit dem man arbeiten kann. Der Punkt ist der, wenn ich mich jetzt hinstelle, mir hier so eine Ecke nehme und hier so. Zum einen, man sollte versuchen, das Ganze möglichst schwungvoll natürlich hinzubekommen, einfach weil alles andere komisch wirkt. Sollte man natürlich aufpassen, dass man das, was ich hier gemacht habe, übermalen. Da kann man sehen, halt natürlich nicht macht. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und hier quasi jede Außenwand immer so ausführlich schattiere, das ist halt durchaus Arbeit. Gerade wenn ich dann auf die Idee komme von, ich möchte halt an den Kanten irgendwie ein bisschen mehr, sodass es halt irgendwie natürlich aussieht. Das hat halt schon was für sich, finde ich. Also sieht halt durchaus cool aus, gibt einem Raum, wo man sagen kann, so okay, sollte an ein paar Stellen natürlich noch ein bisschen nachbessern, aber das macht halt schon so eine Mauerdicke ein bisschen transparent. Das ist aber auch scheißen viel Arbeit. An diesem Dungeon hier habe ich insgesamt 2 Stunden damit dran gesessen, indem ich dafür halt einen etwas einfachen Trick verwendet habe, nämlich dieses Muster. Und zwar geht das ganz einfach. Wir machen ein paar Linien und machen dann dazu anpassend anders geformte Linien. Und dann hier wieder welche wichtig ist. Es sollte so vom Deckungsverhältnis her gleich sein und es müssen immer mindestens 2 Linien sein. So, ich kann mich jetzt hinstellen, kann hier schon 2 machen und dann wieder was anderes ansetzen. Niemals nur eine Linie. Eine Linie sieht immer komisch aus, wenn ich jetzt hier irgendwie. Warum setze ich das an? Setze ich hier so an und mache dann jetzt hier in die Richtung und mache hier so. Das wirkt irgendwie wieder natürlich und macht das Muster kaputt. Wenn ich hier 2 Linien drin habe,
Wenn man sich das kleine Ding dazwischen hält, sieht es halt schon deutlich besser aus. Ist auch so ein bisschen so Gefühlssache, dass man das mit den Augen sieht. Und damit kann ich mich jetzt hinstellen, kann mich hier zum Beispiel meine erste Ecke nehmen, einfach anfangen. Mache die irgendwie so, dann setze ich hier irgendwie Muster an, setze ich hier wieder an. Und genau das habe ich jetzt einfach ganz, ganz lange, ganz, ganz viel an allen Ecken lang gemacht. Teilweise gucken wir mal so ein bisschen doof von, wie würde mir das Muster jetzt passen, wie komme ich um Ecken quasi drumherum. Das muss ich hier mal überlegen, weil ich. Es sollte sich halt prinzipiell immer quasi bündig sein. Es sollten niemals Linien hier, die hätten halt nicht in der Luft hängen sollen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und hier einen so mache, ist das okay. Aber zum Beispiel sieht man jetzt schon, wenn ich die hier ein bisschen länger mache und hier nochmal irgendwie so welche, die Idee her, dann sieht dieser Ansatz hier komisch aus, weil er in der Luft hängt. Den würde ich dort lang machen. Und hier sollte man sich halt auch mal zusehen. Also natürlich, was an der Außenkante ist, hängt in der Luft, aber in der Mitte sollte es mal passen. Also ich würde hier zum Beispiel jetzt noch ein bisschen was ergänzen, sodass das Muster halt irgendwie sich hält. Und damit male ich alles zu. Punktum. Wichtig ist, zwei Sachen, die man noch beachten und ergänzen kann. Für gemauerte Räume würde ich die Linien gerade und geordneter machen. Das hier ist jetzt sehr chaotisch geworden. Also ich würde hier vielleicht mehr ein Muster einnehmen von, man hat halt durchaus immer so ein gewissen Maß ein einheitliches Schema im Wechsel. Macht halt durchaus Sinn, wenn man jetzt sagt, ich habe hier ein Mauerwerk, dass ich das halt einfach immer einheitlich gleich durchziehe und damit dann ein Bild von einer festen Mauer erzeuge, während ich vielleicht an so einem natürlichen Dungeon-Bereich hier wesentlich chaotischer das Muster aufbaue, weil das halt ein natürlicherer Dungeon ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr groß, da machen wir hier irgendwie welche. Damit sieht das halt, also dass man einfach guckt, man sieht es ja hier schon, das hier ist wesentlich chaotischer als das hier. Das hier wirkt halt mehr wie festes Mauerwerk, wenn das hier halt deutlicher ist. Und gerade im natürlichen Bereich würde ich ab und zu kleine Kreise ergänzen. Einfach so, und wie, wenn ich das denn, wo passt das dann? Ich mache zum Beispiel hier jetzt irgendwie nochmal Linien und hier irgendwie was. Da ist hier ein bisschen Platz, dann kommt halt so ein kleiner Kreis rein, wie so ein Stein. Und ab und zu mal so kleine Punkte. Das kann man halt hier drin sehr schön sehen. Habe ich halt immer mal so, hier ist was drin, da, hier irgendwo welche drin. Das ist nicht groß, das ist nicht viel. Aber diese kleinen Details sind in diesen Wänden viel wert. Und wenn man ein gemauertes Werk hat, kann man vielleicht auch irgendwie Rechtecke nehmen. Habe ich hier so ein paar mit drin. Das halt dann dementsprechend vom Verhältnis her passend. Muss man halt so ein bisschen wissen, was, oder ein Gefühl haben, was finde ich jetzt cool, was finde ich sieht schick aus. Man kann auch einfach quasi hinter dem Muster sich dann vorhin stellen und könnte jetzt hier einfach so ein paar kleine Rechtecke reinbauen. Hier noch so eine kleine Verbindung und dann so ein paar Pünktchen drumherum. Dass es halt mehr wie gemauertes Werk aussieht. Muss man halt so ein bisschen wissen, was einem da gefällt. Und damit, so mit dieser Idee von, wir machen ein Muster aus mehreren Linien, fangen wir uns an, machen einfach mal einen kleinen Raum quasi. Möchte ich ein bisschen größer noch haben. Ist natürlich wie so ein Eckraum von einer Festung. Dementsprechend gibt es hier irgendwo Zugänge. So. Damit, mit dem arbeiten wir jetzt. Als allererstes brauche ich halt ein bisschen Muster. Ich nehme jetzt wieder das chaotische Muster, weil ich persönlich das einfach gerne mag. Und es schlichtweg einfacher zu machen ist. Man kann sich dabei auch überlegen, möchte ich zum Beispiel größere Abstände dazwischen haben. Damit erreiche ich, dass das Ganze weniger fest gemauert aussieht. Und vielleicht dementsprechend mehr aussieht wie eine losere, lockere Umwandlung. Also wenn ich, kann das gleich mal, das hier ist ja recht eng gehalten. Wenn ich mich jetzt hinstelle und hier sehr, sehr große Schritte mache, man sollte das natürlich nicht mischen. Aber wenn ich das hier quasi groß aufbaue, wirkt dieser Teil halt hier direkt lockerer und dementsprechend weniger fest. Während wenn ich jetzt hier daneben so ganz, ganz fein das mache und kaum Luft dazwischen lasse und auch die Striche kürzer halte, und mein Handy im Hintergrund brummt, dann wirkt das halt wie fester gemauertes Werk und dementsprechend stabiler und etwas, was vielleicht unter Umständen für die SCs nicht so leicht zu durchdringen ist. Das kann man sich natürlich auch so ein bisschen quasi überlegen, wie möchte ich, dass es aussieht. Vielleicht habe ich auch effektiv Elemente im Dungeon, die halt einfach massiver gemauert sind. Da macht es halt Sinn, dass ich das quasi so einbaue und meinen Spielern das damit auch im Plan verdeutliche. Machen wir es mal so. Haben jetzt hier, also man sieht hier,
Finde ich sehr schön, diesen Unterschied. Könnte halt jetzt auch sagen, ich mache hier irgendwie noch ein kleines Element rein. Was mich stört, mache ich die Linie jetzt aber durchgängig. Ja, dann widerspricht mir ein Bedürfnis nach Symmetrie, dass die Dinge hier so unterschiedlich sind. So sieht es besser aus. Damit ummantle ich den ganzen Dungeon. Dann habe ich die Außenhülle quasi zusammen und habe damit eine schöne ummauerte Festung. Dann ist noch die Frage, was mache ich innen drin? Dafür zücke ich jetzt einen ganz feinen Stift. Ich muss nur kurz sehen, da auf der Seite versteckt er sich. Denn man sollte sich natürlich überlegen, was ist in so einem Dungeon drin. Das heißt, ich zücke sogar zwei verschiedene. Welchen hatte ich jetzt hier gerade? Ich werde diesen hier nochmal wiederverwenden. Den S, der halt halbdick ist. Denn ich möchte hier drin Elemente haben, wie zum Beispiel eine Treppe. Dafür stelle ich mich einfach hin und male hier etwas rein, was eine Treppe darstellt. Muss nicht super authentisch sein. Außerdem sitzt irgendwie hier in der Ecke steht so ein kleines Regal. Diese kleine Anleitung. Und hier irgendwo ist ein Tisch. Stehen halt irgendwie ein paar Stühle drumherum. Wie genau ich das den Spielern hinter beschreibe, ist halt ein bisschen relativ, aber damit kriege ich Leben in den Raum rein. Außerdem mache ich mir halt irgendwie hier so einen Türrahmen hin und sage halt einfach mal, hier steht die Tür offen. Hier mache ich mir einen Türrahmen hin, da steht die Tür zu. Kann mir irgendwie hier noch eine Klinke dran machen, sonst sieht man von welcher Richtung der aufmachbar ist. Da kann man auch quasi so Kleinigkeiten auf dem Plan, die sieht man natürlich jetzt auf der Kamera nicht allzu gut. Vielleicht kriegt sie es hin. Man sieht halt, dass hier irgendwie so ein bisschen eine Auslagerung ist. Das kann ich halt auch selber nutzen, um mir dann hinterher eine Übersicht darüber zu haben, was, wo, also wie die Dinge funktionieren. Das kann ich mir halt einfacher merken, indem ich dran stehen habe, aha, oder dass ich es halt eingezeichnet habe. Dann, ganz wichtig, ich nummeriere meine Räume meistens. Packe jetzt hier eine 3 rein, damit ich dann hintersehe, aha, im folgenden Raum sind Dinge. Und mit denen möchte ich was tun. Außerdem muss ich gerade mal schauen, hier habe ich noch die. Nämlich in Gebäuden kann man sich überlegen, dass man ein Muster mit, also dass man quasi ein Fliesenmuster macht. Das heißt, ich möchte das hier fest als festes Mauerwerk darstellen, was einen gemauerten Boden hat. Also gibt es hier ganz leichte Linien, die hier durchgehen. Kann man sich überlegen, was man auf welcher Ebene macht. Ich hätte vielleicht die 3 erst danach einzeichnen sollen. Aber die anderen Sachen zum Beispiel zuerst, weil die nicht durch die Stühle durchgehen. An der Tür werde ich dann einen kleinen Cut machen, einfach weil da das Mauerwerk noch dementsprechend irgendwie unterbrochen ist. Ich durchaus angemessen. Außerdem sollte man eigentlich alle Linien durchgehend machen, weil man sieht hier minimal, dass das nicht ganz parallel ist, weil ich da halt erst den unten und dann den oben gemacht habe. Und wenn es dann noch authentischer sein soll, geht halt auch Linien in die andere Richtung. Das liegt auch ein bisschen dran davon, was man macht, wie gut zu durchschauen man die Dinge hinterher noch findet und wie gut die Details sind, die man sonst so gemacht hat. Das heißt also, ich zum Beispiel finde jetzt auf diesem Bild, auch wenn ich die Idee sehr cool finde, dass die Stühle schon ein bisschen sehr untergehen. Ich meine Linien hier drin habe. Das heißt, ich habe jetzt, also ein paar Möglichkeiten. Zum ersten Mal, ich werde meine Nummer 3 nochmal nachziehen, weil man sieht es nicht gut genug. Und dann ist so ein bisschen der Punkt von, kann ich den Rest irgendwie retten, um sicherzustellen, dass das klarer zu sehen ist, was ist. Ich würde mich jetzt hinstellen, von der Überlegung her, Mauerwerk ist recht dick, ich mache hier die Einrichtung, ziehe ich nochmal mit einem blauen Stift nach. So zumindest von der Form her, dass das ein bisschen ersichtlicher wird. Und mache das Ding hier vielleicht irgendwie so ein bisschen tatsächlich massiv blau, dass man da irgendwie Unterschiede drin sieht. So habe ich später jetzt einmal drüber. Auf der Kamera sieht man davon jetzt natürlich nichts. Das sieht man aber halt, wenn man es vor sich hat, ein bisschen besser. Im Endeffekt ist es ein Punkt von, probiert aus. Also gerade wenn ihr euch überlegt, was habt ihr, stellt euch durchaus hin, macht, wie ich das hier oben gemacht habe, einmal von allem ein kleines Muster. Und dann wisst ihr, was wie aussieht. Und dann habt eine große Skizze von eurem Dungeon-Plan, wie der insgesamt aussehen soll. Und wenn ihr wisst, meine Elemente funktionieren so und so, fangt halt an. Also ich hätte mir jetzt diese Dinge hier vorher einmal gesammelt und würde mich jetzt hinstellen, würde halt irgendwo hier meinen Dungeon anfangen. Und habe jetzt hier irgendwie, was weiß ich, was meine Räume, an denen ich dann arbeite. Man sieht schon, hier ist es ein bisschen ungenau gearbeitet. Da sollte ich dann womöglich die Linie nachbessern oder beim nächsten Mal direkt deutlicher machen. Aber das kann halt immer passieren. Was ich noch als Tipps mitgeben kann, was wirklich wichtig ist, nehmt nicht zu große Linien. Diese untere Linie hier ist echt schlecht.
Einfach deswegen, weil das ein großes Element ist. Große Linien sind unheimlich unrealistisch. Im Normalfall wollt ihr mehr kleinere Dinge, weil selbst wenn ihr eine gebaute Festung habt, keiner baut riesige gerade Außenmauern. It's not going to happen. Das ist einfach unrealistisch, dass das so in dem Umfang gebaut wird. Das ist eine riesige. Selbst die chinesische Mauer, wo man sagt, die ist groß und riesig, die ist aber nicht gerade. Also man könnte die mit einer langen Linie geschwungen ziehen. Geschwungene Linien funktionieren wieder. Also wenn ich. Na, ich platze, aber ich muss. Diese Linie hier wirkt ganz anders als diese Linie hier hinter dem Dungeon, weil das hier oben, dadurch, dass es geschwungen ist, wenn ich dann noch ein bisschen dran rum, mein Muster dran mache, sich das halt ganz anders verhält. Damit kann ich wesentlich. Das wirkt halt realistischer. Ansonsten ist halt ein. Mehr Verschachtelung. Also in dem Fall hier wäre es halt schon realistischer gewesen, wenn ich den Dungeon hier quasi ein bisschen runtergesetzt hätte, dann wäre diese Linie schon nicht mehr so groß. Oder ich hätte halt hier irgendwo vielleicht eine kleine Ausbuchtung reingemacht, wo dann eine Kommode drin steht. Irgendwie. Gut, ist jetzt der falsche Stift, aber dass man da halt irgendwie was reinmacht, dann sieht man, aha, da ist was. Oder ich mache da Fenster hin oder sowas. Damit kann man noch gut arbeiten, indem man das Ganze halt in quasi kleinen Elementen hält. Die wirken realistischer und die sehen halt insgesamt auf dem Plan besser aus. Man sieht das, um zu dem hübschen Schätzchen hier, wo man es halt sieht. Hier ist das Einzige, was halt lang ist, sind die Außenlinien, was halt klar ist, weil das sollte die Abgrenzung außen sein. Das muss jetzt nicht wie super gemauert aussehen. Und die sind halt auch leicht schräg, weil es halt natürlich Bergmasse ist. Innen drin sind hier so mal ein paar lange Linien, aber halt auch die. Versucht so gering wie möglich zu halten oder etwas in meiner Nähe. Das hat, wenn ich eine lange Linie habe, das hat auf der anderen Seite hier was ist. Oder hier halt der Raum gegen die lange Linie, sodass halt insgesamt diese Linie nicht so heraussticht. Wenn man eine, also wenn man zum Beispiel, quasi wenn ihr zwei Dungeon-Teile habt und dazwischen eine lange Verbindung, dann wirkt das wie ein riesiger Weg, was halt total komisch wirkt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Dungeon-Plan, ich werde auf jeden Fall in häufiger Zeit noch ein paar mehr machen. Vielleicht noch als kleines mitten im Sinn, ich habe mich nochmal vorhin gestellt, danach die Beschriftung des Dungeon-Plans genauso gemacht, um mal halt zu so zeigen, dass. Ich hab eine schreckliche Handschrift, aber mit so ein bisschen ordentlich gemalten Buchstaben und diesem Muster dran wirkt sowas halt sauschnell, saucool. Also es funktioniert wirklich gut. Wenn ich ein paar mehr mache, werden die auf jeden Fall auf Facebook landen, sodass ihr die halt auch durchaus sehen könnt. Ansonsten, so viel erstmal dazu, wie ich einfach und simpel Dungeon-Elemente aufbaue. Wie gesagt, hier hat man die Prinzipien dran gesehen und hier sieht man dann, was gesamt halt rauskommt. Dieser Plan, damit so ungefähr 2 Stunden, also ich habe halt nicht durchgehend 2 Stunden dran gearbeitet, aber so effektiv 2 Stunden Malarbeit, die ich dafür drauf, auf mich genommen habe. Ich persönlich finde das cool. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Wenn ihr Ergänzungen habt, auch immer gerne her damit. Ich bin jetzt bei bestem Willen kein Profi-Kartenzeichner, der alles kann. Dementsprechend, wenn jemand coole Punkte einzusteuern hat, bitte gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, macht's gut.